Und schaut mal, wir meinen immer normal sein zu müssen. Normal ist Autogramme von Florian Silbereisen. Normal ist Eiche rustikal. Normal ist Toilettenpapier im Auto. Normal ist eine Einstellung am Wäschetrockner. Ich habe drei Fragen an euch. Wer von euch ist innovativ neuen Dingen aufgeschlossen? Darf ich mal sehen? Wunderbar. Wer von euch ist kreativ? Jetzt kommt die Frage, bitte selbstkritisch beantworten. Wer von euch ist sexy? Ja, natürlich. Genau darüber will ich mit euch reden, wie du dein Feuer eröffnest, wie du vielleicht Topspeaker wirst oder zumindest zur Marke wirst. Und ihr müsst meine Geschichte wissen, ich bin an sich Lebensmittelhändler. Und als mein Vater 70 Jahre alt wurde, kam er auf mich zu und sagt, Hermann, es wird Zeit, dir das Erbe zu überschreiben. Und ich sage, Mensch, Vater, ich mag die Art, wie du denkst. Und er sagt, pass auf, Hermann, du kriegst ein Geschäftshaus, das wäre 1 Million wert, das kriegst du auch geschenkt. Sag ich, Mensch, Vater, ich mag wirklich die Art, wie du denkst. Sagt er, pass auf, ein kleines Problem ist dabei, ein paar Schulden werden drauf. Sag ich, Vater, was verstehst du unter ein paar Schulden? Und er fängt zu zittern an und sagt, Hermann, ich habe viele Fehler gemacht, 5 Millionen. Und fragt mich nicht, warum, ich habe dieses Erbe angenommen. Das machst du nicht, weil du klug bist, sondern weil du denkst, du schaffst es oder willst deinem Vater zeigen, ich hole den Karren oder was weiß immer raus. Und das geht ganz einfach. Du gehst zum Notar, machst 2 Unterschriften und hast danach einen anderen Kontostand als vorher. Und dann hat die Sparkasse Freisinger 2-mal bei mir angerufen und gesagt, Scherer, wie geht's Ihnen eigentlich? Sag ich, Mensch, warum interessiert Sie das? Haben die gesagt, wir sind an Ihrer Gesundheit interessiert. So. Und da war klar, ich muss was tun. Und so habe ich mir gedacht, wirst du als Lebensmittelhändler jemals 5 Millionen schaffen? Wahrscheinlich nicht, musst du Topspeaker werden. So. Und ich hatte keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und mein Berater sagte damals, Mensch, du musst nur Bill Clinton nach Deutschland holen, dann bist du bekannt. Und so war ich dann der Erste, der damals Bill Clinton nach Deutschland geholt hat. War so eine Riesennummer. Damals waren die, jo, ist ja schon lange, lange her. Aber es war eine schöne Geschichte. Ich hatte die No Angels, das war damals die Popgruppe, die 100.000 pro Lied verlangt hat. Denen haben wir gesagt, wenn ihr kostenlos kommt, dürft ihr Bill Clinton küssen. Dann kamen die kostenlos. Dann haben wir die Klitschkos noch mit eingeladen, die wollten auch noch mal Geld haben. Denen haben wir gesagt, ihr dürft die No Angels küssen. Und so hat das funktioniert. Und so bin ich tatsächlich in einem nicht sichtbaren Bereich dieser Top-Speaker geworden. Da gibt es diese 100 Erfolgstrainerliste in diesen Firmen. Ich bin Platz 3. Platz 2 ist schon gestorben, also Gott hab ihn selig. Also es ist ein biologisches Nachrücken, da kommt jeder rauf. Ja? Aber was ich viel spannender finde, ist eigentlich, ich durfte, und darüber will ich mit reden, ich durfte mittlerweile 40 Menschen helfen, diese Bühnen tatsächlich mit zu erobern. Und ich mache das, ich habe eine eigene Fernsehsendung und ich habe da, das ist mein Studio so ein bisschen, da seht ihr ein paar Bilder dazu. Und ich hatte dann in dem Studio einen Zukunftsforscher drin sitzen und der sagt, und ich finde, das passt so wunderbar zu Creator, wir brauchen noch 1 Million zusätzliche Berater, Coaches, Trainer, Speaker, weil der Markt fängt ja wirklich erst an. Denn wir leben in einer Message Economy. Wir leben in der Gesellschaft, wo es logischerweise um Botschaften geht. Und ich sage immer, kein Markt, wirklich kein Markt wächst schneller und lukrativer als der Markt der Botschaften. Außer Desinfektionsmittel und Impfstoffe möglicherweise. Aber das ist schon viel. Und selbst wenn du Käsehändler bist, mein Lieblingsbeispiel, und nur Käse verkaufst, dann hast du eine Botschaft und die Botschaft heißt, fress Käse. Selbst das reicht schon. Und ich habe, sorry, ich habe die Schnauze sowas von voll, weil der Markt so riesig ist, aber die Menschen gleichzeitig so viel Angst haben. Und sorry, noch schlimmer, liebe Frauen, ich habe euch ganz besonders lieb. Ich habe euch noch mehr lieb als Männer. Aber es gibt ein Problem. Der Markt verlangt nach Frauen, aber die glauben das immer nicht. Das ist so, liebe Frauen, Männer, klatscht mal für die Frauen hier und für euch Männer natürlich auch. Und wir brauchen Menschen, die Gas geben, die Dinge voranbringen. Schaut mal. Allein der Wortschatz, wir haben 120.000 verschiedene Wörter im Duden, davon verwenden wir 2.000 verschiedene pro Tag. Mit Mehrfachnennungen kommen Männer auf 12.000 Worte pro Tag, wir Frauen dagegen auf 23.000 Worte. Frauen sind die pragmatischeren Wesen. Das siehst du schon, wenn du eine Frauenzeitschrift liest, Petra, Freundin, Marie Claire, Brigitte, da ist alles klar. Hast du schon mal eine Männerzeitschrift gesehen, die Hubert oder Günther heißt? Sowas gibt es logischerweise nicht.
Und ich habe lange an der Uni St. Gallen gelehrt und da gab es eine wunderbare Studie, die ging einfach nur, geh zu P und C und kaufe eine Hose, geschlechterspezifische Auswertung, was kam raus? Frauen gehen rein, 3 Stunden, 26 Minuten, 692 Euro. Männer gehen auch rein, paar Minuten, 69 Euro, fertig! Nur damit ihr wisst, wie die Wissenschaft funktioniert, Fazit dieser Studie. Männer geben pro Minute mehr Geld aus als Frauen. Was ist der Ansatz? Aber es geht eben. Danke euch. Und schaut mal, Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, Gänsehaut mit 10.000. Ich darf euch ein Kompliment machen. Das hier ist Gänsehaut, was da passiert. Wenn du sonst bei Firmen in Veranstaltungsräume reingehst, ich gucke immer auf den Tisch und am Tisch siehst du, wie die Stimmung ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wenn jemand während seinem Vortrag Smarties sortiert, dann weißt du, dass da keine Gänsehaut drin ist. Aber der Schlüssel liegt wirklich darin, Fachwissen reduziert das Honorar. Schaut mal, ich durfte mit Eckhard von Hirschhausen zusammenarbeiten. Warum ist er so erfolgreich? Weil er Fachwissen reduziert hat. Denn sein Fachwissen lautet eigentlich die Wirksamkeit einer intravenösen Immunglobulintherapie in der Hyperdynamphase der Endotoxinämie des Schweines. Das interessiert keine Sau. Und deswegen muss der Schlüssel ein anderer sein. Ich durfte mit einem arbeitslosen Menschen zusammenarbeiten, der lang laut Süddeutscher Zeitung vom Arbeitslosengeld gelebt hat. Kompetenz war sicherlich gut, aber viel besser bei ihm die Inszenierung logischerweise. Und irgendwann hat er sein Buch geschrieben. Irgendwann wurde das Buch dann doch noch ein Erfolg. Das Buch kennt ihr alle. Hier kommt es gleich. Richard David Precht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Er ist heute von der Arbeitslosigkeit relativ weit entfernt. Der Schlüssel liegt darin, dass du deinen Frame änderst, dass du wirklich guckst, wie kann ich das anders machen. Du darfst so bleiben, wie du bist, nur der Rahmen darf anders sein. Wir sind jetzt Wachstumschampion geworden, weil wir Menschen helfen, den Rahmen zu schaffen. Schaut mal, wir sind in einer rahmenbetonten Gesellschaft. Ihr kennt alle dieses Experiment von Joshua Bell, der mal gebeten wurde, in der Washington U-Bahn aufzutreten mit seiner 4,5 Millionen Dollar Stradivari. Und man wollte wissen, wie viel Geld erbettelt sich so ein Mann, wenn der mit so einer Stradivari spielt. Und es waren da nur 18 Dollar. Am Abend waren es dann eine Viertelmillion, weil der Rahmen ein anderer ist. Starbucks verkauft einen Rahmen. Der Kaffee bei Starbucks kostet 80 Cent. Aber dieses Hi Babe, I love you Babe, do you have some allergies, something vegan, Lacto, irgendwas, I love you so much Babe, Schnuffel, Puffel, I die, die, das macht nochmal 6 Euro extra aus. Das ist so. Danke euch. Oder schaut mal, wenn du aufs Oktoberfest gehst, die Maß Bier kostet 1,80. Aber dafür, dass du mit 10.000 Besoffenen im Zelt sitzen darfst, dafür zahlst du 10 Euro extra. Wir zahlen den Rahmen, Freunde. Und wenn der Rahmen stimmt, stimmt alles. Nehmt doch bitte Tim. Ihr kennt Tim alle. Tim ist ein erfolgloser Musiker gewesen, der irgendwann in Hamburg auf einer Tischdecke gesagt hat, so geht's nicht mehr weiter. Ich mache den Masterplan. Ich mache, es wird der größte Rockstar. Ich habe jetzt nur noch ganz spezielle Hosen an. Ich bin bisexuell, zumindest auf der Bühne. Und ich gehe nie wieder nüchtern auf die Bühne. Und ich heiße logischerweise jetzt auch nicht mehr Tim, sondern Udo Lindenberg. Der Schlüssel, und ich weiß, wisst ihr den ersten Auftritt von Udo, er ist diese große Treppe runtergefallen und liegt auf der Bühne und kann nicht mehr aufstehen und er singt einfach im Liegen. Ist das nicht geil? Deswegen lasst uns die Zweifel begraben. Denn ich stelle fest, der Markt ist riesig, der Zuspruch ist riesig. Alle wollen euch, aber was wir so häufig haben, sind Zweifel. Deswegen habe ich mir tatsächlich eine Beerdigungskarte machen lassen. Shakespeare sagte so schön, unsere Zweifel sind Verräter und führen häufig dazu, dass wir das Gute, das wir häufig erreichen können, nicht bekommen, weil wir den Versuch, es zu erreichen, gar nicht erst wagen. Und ich habe mir mal so ein paar Top 10 Zweifelcharts zusammengeschrieben. Wir haben doch alle einen an der Waffel. Nummer 1 ist sowas wie, ich bin nicht gut genug. Ja, wie gut willst du denn eigentlich sein? Wir glauben immer, dass wir so Qualitätsbestien werden müssen. Aber Qualität ist logischerweise keine Gänsehaut. Wenn du minder Qualität sehen willst, ich war mit meinem Sohn Ben im Buchladen. Und er kommt auf mich zu und sagt, Papa, darf ich ein Malbuch kaufen? Ich sage, ja klar, darfst du ein Malbuch kaufen. Und er zeigt mir das Buch. Sag ich, Mensch, Ben, bitte, wir reden doch über Qualität. Mach doch ein bisschen was Besseres. Sagt er, okay, ich bringe ein anderes Buch. Ich fand es immer noch schlimm. Sag ich, Ben, nimm irgendeins, aber das darfst du auf alle Fälle dann nehmen. Und er bringt mir eins, ich darf es leider nicht aussprechen, das ist tatsächlich schrecklich. Er bringt ein anderes Buch, das war dann noch schlimmer. Das ging dann in diese Richtung.
Und dann sagt er irgendwann, Mensch, hör mal, da war eins, ein Prinzessinnenbuch, Papa, das darf ich doch auf alle Fälle kaufen. Ein Prinzessinnenbuch darfst du unbedingt kaufen, Prinzessinnen sind total fein. Das ist großartig. Und so, und das ist das, was wir heute brauchen. Und der zweite Zweifel, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich kann schon gar nicht mehr hören. Schaut mal, mein jüngster Slam-Teilnehmer, Weltrekordinhaber, 14 Jahre alt. Mein ältester, 84 Jahre alt. Mit 84 geht's doch erst los. Da hat Mutter Teresa erstmal Karriere gemacht. Es ist so. Aber die Frage, die ich euch stelle, bist du leidenschaftlich? Ja, ich spüre es, es kommt, ja. Und schaut mal, wir meinen immer normal sein zu müssen. Normal ist Autogramme von Florian Silbereisen. Normal ist Eiche rustikal. Normal ist Toilettenpapier im Auto. Normal ist eine Einstellung am Wäschetrockner. Das ist so. Und dann gibt es die Allerschlimmsten, die sowas sagen wie, ich habe kein Talent. Ich auch nicht. Talent wird maßlos überschätzt. Du kaufst dir doch heute alles zu. Hast du keine Ahnung in Social Media, kauf dir einen Social Media Berater. Hast eine schlechte Stimme, mach ein Stimmtraining. Bist du ein Idiot, hol dir einen Partner. Ja. Es geht immer. Viele heiraten deswegen. Alright. Schaut mal, mein Lieblingsspruch. Ich hatte keine Lebenserfahrung und bin trotzdem geboren worden. Ist ja so. Noch dazu ohne Bedienungsanleitung. Da ist keiner gekommen und gesagt, hey, so geht's. Ich habe es bis heute noch nicht kapiert, wie es geht. Aber jetzt stehst du halt mal da und quatscht halt ein bisschen. Hilft ja nichts. Du bist auf dieser Welt kein Zufall. Du. Schaut mal, die Wälder werden sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel singen. Es ist so. Totenstille, Schweigeminute im Wald. Anders, und dann fragen viele, habe ich das Potenzial? Da kommen dann viele zu mir und sagen, ja Mann, habe ich das Potenzial? Wenn mir einer diese Frage hier stellt, ich mache Instagram live an, und töte euch vor laufender Kamera. Weil es ist eine Frechheit, eine dritte Person nach dem eigenen Potenzial zu fragen, wo wir es doch schon längst in uns drin tragen und nur noch raus muss. Ich war, als ich meine Frau kennenlernte, sagte sie, Hermann, du bist ein unruhiger Geist, du musst ins Kloster gehen. Das habe ich schon mal nicht verstanden, weil wenn du eine Frau kennenlernst, denkst du an tausend Dinge, wenn ich ans Kloster. Und dann war ich da drin gesessen und da darfst du ja nicht denken. Und dann sagt der Meister, du darfst nicht denken. Ich denke aber viel. Dann sagt er, ein Gedanke ist ein Zug. Er kommt, er ist da, er fährt weiter. Sag ich, Meister, ich bin ein Hauptbahnhof. Und irgendwann am Schluss durfte ich eine Frage stellen und ich habe ihn gefragt, Meister, was bitte schön ist Leistung? Und er antwortet, wie aus der Pistole geschossen, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Und das finde ich so großartig, weil wir alle haben ein Riesenpotenzial. Die Frage ist nicht, wie hoch ist das Potenzial? Die Frage ist, wie sehr können wir Störfaktoren ausblenden? Und ein Störfaktor sind die anderen. Hauptglaubenssatz, was sollen die anderen denken? Irgendein Chaos-Troll, Peter 77:11, der dir irgendein Hate gibt. Und wenn du wirklich immer geliebt werden willst, bitte lass dich wieder gebären als Kaffeemaschine. Weil da stehen sie alle an dir rum, drücken dich und warten, bis sie dran sind. Ja, das ist der Punkt. Wir brauchen aber keine... Yes! Wir brauchen Revoluzzer! Wir brauchen Menschen, die ein bisschen Gas geben, die die Regel brechen. Da sagen meine Studenten immer in St. Gallen, oh, was ist denn das Regelbruch? Dann erzähle ich die Geschichte von den beiden Bauern, die einen Esel verkaufen wollten für 400 Euro. Dann stirbt denen der Esel weg. Sagt der andere, kein Problem, kriegen wir schon noch hin. Dann kommt er zwei Wochen später und sagt, du, ich habe noch 398 Euro für den Esel bekommen. Sagt er, wie? 398 Euro für einen toten Esel? Sagt er, ja, habe eine Tombola durchgeführt. 200 Lose, a 2 Euro, Hauptpreis ein Esel. Sagt der andere, gab es denn da keine Beschwerden? Sagt er, doch. Von dem, der den Hauptpreis gezogen hat. Dem habe ich das Geld zurückgegeben. Wir sind manchmal so. Schaut mal. Ich habe einmal im Monat so einen Querdenktag. Ich bin mit dem Zug nach Hause gekommen, wusste, Taxi 19 Euro, willst du ins Taxi, keine Ahnung. Denke mir, komm, heute ist Querdenktag, du musst was anderes machen. Sehe eine Pizzastation, geh rein, sag, hätte ganz gerne Pizza, kleinen Salat, halbe Flasche Wein. Sagen die, kein Problem, kostet alles zusammen 18 Euro, wo soll man es denn hinliefern? Sag ich, wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen den Weg.
Und ich habe nie verstanden, warum Pizza und Salat und Wein weniger kostet als die Taxifahrt und du auch noch mit nach Hause gebracht wirst. Also, wir müssen rausgehen, wir müssen querdenken. Schaut mal, ich finde diese Werbung so schön, ist schon ein bisschen älter, aber hier BMW-Werbung, auch ein Mercedes kann Vorfreude bringen. Das ist der Schlüssel. Und dann gibt es die ganzen Menschen, die sagen mir sowas wie, hey, ich habe mein Why noch nicht gefunden. Drecks-Why. Verstehst du, die studieren schon mal bis zum 30. Lebensjahr, dann suchen sie 15 Jahre Why, haben nicht gefunden und gehen in Rente. Why-los, gerentet. Ich mache das wie meine Oma. Geh raus, mach was zu tun ist und geh nach Hause ins Bett. Das große Geheimnis des Lebens ist logischerweise, dass es kein Geheimnis gibt. Und Intelligenz ist unser größter Feind. Die Amis sagen so schön, to be stupid enough to push the button. Und was machen wir? Wir untersuchen den Knopf. Nach dem Motto, wer weiß, was passiert, wenn wir da drauf drücken. Ich spüre es auch. Und dann kommt das Schlimmste. Dann sagen die Menschen, mein Gott, ich würde ja so gern, ich möchte ja so gern, ich wollte ja so gern. Aber ich habe so viele Verletzungen. So viele Narben. Marken haben Macken. Macken. Bei McDonald's gibt es die Gurke obendrauf. 65% wollen die nicht. Aber es sind eben die Macken, die wir brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stadt kennt und die Geschichte dieser Stadt heraus resultiert. Diese Stadt ist Leningrad. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir heute sind, mag es Sinn machen, sich daran zu erinnern. Denn Leningrad ist die Stadt, die nicht einfach eingenommen werden sollte von der Heeresgruppe Nord, nicht einfach zerbombt werden sollte. Der Plan im Zweiten Weltkrieg war, diese Stadt einfach aushungern zu lassen. Lebensmittelvorräte wurden zerbombt. Man hat gewartet, bis über 1 Million Menschen verhungern. Es gab einen Tag, da wurde dokumentiert, dass es keinen Fensterkitt mehr gibt, weil der Fensterkitt gefressen wurde, weil er eben einen Tag Leben schenkt. Dieser Tag war weitaus später als der Tag, an dem dokumentiert wurde, dass es keine Pferde, keine Hunde, keine Katzen und keine Vögel mehr gab in dieser Stadt, weil auch die wurden gefressen. Und so sind in einer über 2-jährigen Belagerung über 1 Million Menschen gestorben. Und wenn ich diese Stadt heute anschaue und wenn ich sehe, mit wie viel Macht, mit wie viel Eleganz, mit wie viel Großartigkeit, mit wie viel Werfe, mit wie viel unendlicher Ehre und Würde dasteht, und diese Stadt heißt heute nicht mehr Leningrad, sondern sie heißt St. Petersburg, dann stelle ich die These auf. Und die These lautet, dass wir wahrscheinlich alle Narben im Leben haben müssen, alle schreckliche Dinge erlebt haben müssen, um dann genau in dieser Größe, in dieser Macht, in dieser Stärke aufzutreten und voranzukommen. Und unsere Verantwortung wird sein, dass wir ein Stück weitergehen, dass wir uns auf diese Bühnen dieser Welt stellen und Menschen helfen, das Leben zu führen, das sie wirklich brauchen. Wir sind, ihr seid Transformatoren, die aus dem Leningrad der Menschen ein würdevolles St. Petersburg machen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und deswegen sage ich euch, jedes Gesicht hat eine Geschichte. Und deine Geschichte, deine Biografie ist deine Chance, die Chance, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Danke, ihr St. Petersburger. Hey, hast auch du Lust, mal einen Vortrag zu halten? Möchtest auch du Speaker, Speakerin werden? Vielleicht mal auf einer unserer Bühnen stehen oder hier im Studio? Dann guck dir jetzt dieses kostenfreie Online-Seminar an. So wirst du Speaker. Also du. Hier.